Hallo zusammen, weil viele von euch sich das gewünscht haben und ich dieser Bitte nachkommen wollte. Ich habe mich da übrigens sehr darüber gefreut, dass es bei euch so gut angekommen ist. Mache ich nochmal ein Bücher-Top- und Flop-Video. Und bevor ich da jetzt groß drum herum rede, fange ich direkt mit einem Top-Buch an, damit es hier nicht ganz so frustrierend startet. Und zwar geht es um die Bücherdiebin. Das ist ein unfassbar gutes Buch und ich finde, dass jeder Mensch, jeder Altersklasse dieses Buch gelesen haben sollte. Ich möchte euch gar nicht zu viel über den Inhalt verraten. Ich sage euch nur, dass es um die kleine Liesel geht in dem Buch. Sie hat aufgrund verschiedener Umstände ihre Familie verloren und wird dann zu einer Pflegefamilie gebracht. Sie hat am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, sich dort einzufinden. Das Buch spielt zu Zeiten des Kriegs und um sie herum gibt es natürlich sehr viel Verlust. Sie selbst hat sehr viel Verlust erlitten und ja, sie ist ein bisschen schwierig, so schwierig, wie man eben nur sein muss zu diesen Zeiten. Später kam es dann dazu, dass die Pflegefamilie, bei der sie untergekommen ist, einen jüdischen jungen Mann zu sich genommen und im Keller versteckt hat, was natürlich unfassbar gefährlich war zu dieser Zeit, für die Familie auch. Und sie hielten ihn auf jeden Fall dort im Keller versteckt und Liesel hat sich mit ihm angefreundet und hat dort auch das Lesen gelernt. Und dieses Buch, ich habe in diesem Buch gelacht, ich habe in diesem Buch geweint, ich habe mich in diesem Buch schwarz geärgert. Diese Geschichte erzählt einfach mal, aus einer ganz naiven Sicht finde ich ja den Krieg und diese ganze Situation damals. Was dort passiert ist, ist zweifelsohne einfach wahnsinnig schrecklich in vielerlei Hinsicht. Und die einzigen wahren Opfer solcher Kriege sind immer unschuldige Menschen. Das ist einfach so. Was das Besondere an diesem Buch ist, ist, dass das Buch hauptsächlich vom Tod erzählt wird. Ja, der Tod. Der Tod begleitet Liesel praktisch ganz still und ist an ihrer Seite und beobachtet sie. Und wir sind deshalb auch auf seiner Seite. Das Wichtige daran ist, dass der Tod sehr, sehr nüchtern ist. Wenn man auch manchmal das Gefühl hat, dass er so einen Anflug von Gefühl hat, aber er bewertet die Dinge nicht. Er bewertet sie nicht und er besinnt sich immer wieder darauf, dass er nur seine Arbeit tut oder das, was seine Bestimmung ist. Er ist also sehr, sehr nüchtern und blickt ganz nüchtern auf die schrecklichsten Ereignisse, was diesem Buch auch sehr, sehr gut tut. Andernfalls könnte man dieses Buch wahrscheinlich gar nicht überleben beim Lesen. Ich finde, das, was Markus Tusack da gemacht hat, ist einfach Kunst, der Autor. Es ist einfach Kunst, wie er das umgesetzt hat. Dieser ganze Schreibstil und die Art und Weise, wie er mit diesen Charakteren gespielt hat und mit dem Erzähler vor allen Dingen, der ja nun mal ein sehr besonderer und einzigartiger Erzähler ist. Ich lege euch dieses Buch sehr ans Herz, egal wie alt ihr seid. Ihr müsst dieses Buch einfach lesen. Es ist einfach, es ist historisch ganz, ganz wichtig und ganz, ganz wertvoll. Und es ist Kunst, es ist spannend. Ihr werdet es nicht bereuen, das gelesen zu haben. Und über das nächste Buch, das ist ein Flop-Buch, werde ich nicht so viel zu erzählen haben. Es gibt gar nicht so viel zu erzählen, denn es gibt gar keine Handlung, meines Erachtens. Vielleicht wird der ein oder andere mir beipflichten. Ich hoffe, ich bekomme da wieder Feedback von euch in den Kommentaren. Wie gesagt, ist das natürlich alles Geschmackssache. Also fühlt euch bitte, bitte, bitte nicht persönlich angegriffen, wenn ich ein Buch nicht gut finde oder es verreiße oder mir Fragen stelle. Dann bedeutet das nicht, dass ich euch angreife, sondern ich greife das Konzept des Buchs an oder ich sage, dass ich es nicht gut finde. Es handelt sich um das überaus gelobte Feuchtgebiete, das jetzt leider Gottes auch noch verfilmt worden ist. Ich frage mich, wer auch noch so viel Geld dafür investiert, einen Film darüber zu produzieren. Ich habe es wegen des Hypes gelesen und ich fand dieses Buch einfach nur schlecht. Es war schlecht, eintönig und langweilig geschrieben. Das ist das eine. Also schriftstellerisch war es wirklich keine Glanzleistung. Das nächste ist, wie kann man denn bitte ein Buch darüber schreiben? Wie viele Seiten hat es? Über 200. Wie kann man in über 200 Seiten schildern, wie man und das jungen Mädchen auch noch mit an die Hand geben, die sich gerade in ihrer Entwicklung befinden, was ich besonders gefährlich finde. Wie kann man in über 200 Seiten beschreiben, wie man sich selber mit Pilzerkrankungen infizieren möchte, wie man sich selber schmutzig macht, wie man andere Leute beschmiert mit seinen Ausscheidungen und Ausdünstungen, wie man mit wildfremden Männern mitten auf der Straße, die man dort trifft, mit nach Hause geht und irgendwelche Dinge mit ihnen tut, ohne diese Männer zu kennen.
Das finde ich absolut gruselig, wie man so etwas verbreiten kann. Was ich noch viel gruseliger finde, ist, wie weit es mit unserer Gesellschaft gekommen ist, dass ein bisschen Penis in einem Buch, und das hat man ja schon bei Shades of Grey gesehen, dass ein bisschen Penis und ein paar Körpersäfte und ein kleiner Skandal ausreichen, um einen Bestseller zu machen. Was hat so ein Buch bitte auf der Bestsellerliste zu suchen? Es ist mir absolut unbegreiflich. Wirklich unbegreiflich. Dieses Buch hat keine Handlung. Also wer es noch nicht gelesen hat, er hat nichts verpasst. Ihr könnt in diesem Buch einfach nur von Tag zu Tag die Schilderung lesen, wie dieses Mädchen versucht, sich mit irgendwelchen Keimen zu infizieren oder zu stinken oder andere damit zu belästigen und es witzig zu finden und mit fremden Männern rumzumachen. Und ja, das ist alles, was ihr über dieses Buch wissen müsst. Falls ihr es noch nicht gelesen habt, dann tut es nicht. Ich kann es euch wirklich nicht empfehlen. Es ist absolute Zeitverschwendung. Und falls ihr es gelesen habt, dann würde mich mal sehr eure Meinung dazu interessieren. Fandet ihr dieses Buch jetzt literarisch wertvoll? Findet ihr es gerechtfertigt, dass so ein Buch 8 Monate lang auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste steht? Und dass die Leute, dass man dann auch noch einen Film darüber produziert und dass auch noch Leute in diesen Film gehen, um sich das jetzt visuell nochmal anzugucken, was dieses Mädchen sich antut und was sie rät und empfiehlt. Ich finde es erschütternd, dass so ein bisschen Geschlechtsteile und Sexualität und was weiß ich, ein bisschen Ekel ausreicht, um die Menschen derartig zu beeindrucken. Das finde ich echt schade, wirklich. Das wollte ich mal gesagt haben, das war mein Aufreger dazu. Kommen wir wieder zu einem sehr, sehr guten Buch, und zwar ist das von Joy Fielding, Lauf, Jane, Lauf. Ich muss gestehen, dass ich Joy Fielding, ja, ich hatte das immer so ein bisschen für Schubladenromane gehalten und habe mich da immer von fern gehalten. Ich dachte, das sind so typische, langweilige Liebesromane für Frauen. Und ich habe mich da sehr, sehr geirrt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich auf dieses Buch kam, wieso es bei mir landete. Es ist wahrscheinlich durch irgendeinen Trödel oder, wie man hier unten unschwer erkennen kann, ja, von irgendeinem Wühltisch bei mir gelandet. Ich habe es wahrscheinlich irgendwann aus Langeweile gelesen. Und es ist von der ersten Seite an so unglaublich spannend. Dieses Buch wirft einen tatsächlich auch von der ersten Seite an, und das mag ich so, mitten in die Handlung rein, mitten in das Geschehen, ohne viel drumherum zu reden. Und man ist gleich mitten in einer grausamen Situation, wo man sich 1000 Fragen stellt, die einen dann einfach auch zum Weiterlesen zwingen. Das ist ein echter Page-Turner. Es geht um die junge Jane Whittaker. Sie ist wohl irgendwie beim Einkaufen gewesen oder so und weiß nicht mehr, wer sie ist ganz plötzlich und wie sie dahin kam. Sie ist blutbefleckt und hat in ihrer Manteltasche dann sehr, sehr viel Geld gefunden. Sie flüchtet daraufhin erstmal in so ein Hotel und versucht, der Sache auf den Grund zu gehen für sich selbst. Dieses Buch, ich möchte euch gar nicht weiter viel über die Handlung sagen, was sich da für sie ergibt und was dabei rauskommt. Das ist wahnsinnig spannend und wir tappen mit ihr die ganze Zeit im Dunkeln, bis es am Ende wirklich, wirklich finalmäßig so einen herben Schlag für uns alle gibt und die Auflösung, auf die einfach niemand gekommen wäre. Und ich finde dieses Buch wirklich wahnsinnig spannend. Man sollte das gelesen haben, ihr solltet das unbedingt lesen. Es ist nämlich kein Schubladenroman, es ist wirklich ein ganz, 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 ganz spannendes Buch, das ihr lieben werdet wahrscheinlich, wenn ihr spannende Bücher gern lest. Ja, und dann komme ich zu einem Flop. Ich weiß, dass viele von euch sich wahrscheinlich nicht damit identifizieren können. Meine Gründe dafür werde ich auch gleich nochmal darlegen. Ich habe jetzt nur eins von zwei Beispielen hier. Und zwar ist das verlorene Symbol von Dan Brown. Ich habe auch Illuminati probiert. Das hatte ich zuerst versucht zu lesen. Und ich muss gestehen, ich halte Dan Brown für einen begnadeten Geschichtenerzähler. Beziehungsweise ich finde, dass er ein unfassbares Talent dafür hat, irgendwelche Themen aufzugreifen, sie zu einem Mysterium zu machen und ein riesiges Ding daraus zu machen. Ganze Dokumentationen sind deshalb entstanden über Dan Brown, über diese Suche und über dieses Thema, was er nochmal aufgerollt hat, was längst geschlafen hat. Und was ich allerdings wirklich sehr, sehr schade finde, ist, dass er es einfach meines Erachtens nicht schafft, diese Geschichte auch in Worte zu fassen. Ich erinnere mich daran, dass er wahnsinnig lange gebraucht hat, um zum Punkt zu kommen, dass er unheimlich viel mit Cliffhangern gearbeitet hat und dass er teilweise irgendwie gefühlte 100 Seiten brauchte, um hier einen einzigen Raum zu beschreiben. Das war einfach zu viel. Es war wahnsinnig langatmig für mich zu lesen. Ich habe mich wahnsinnig gelangweilt.
Und ich finde, man hätte gut drei Viertel des Buchs hätte man einfach rauskürzen können und hätte sich da einschränken können. Was mir auch gar nicht gefallen hat, ist, dass er dann auf Biegen und Brechen versucht hat, die Langeweile zu killen, indem der Protagonist ab und zu etwas witzig war. Fand ich persönlich dann aber irgendwie dämlich oder unsympathisch, ich weiß es nicht. Ich finde das auf jeden Fall wahnsinnig schade, weil ich glaube, dass diese Geschichten viel mehr Potenzial gehabt hätten, als letzten Endes ausgeschöpft worden ist. Ich glaube, man hätte wesentlich mehr daraus machen können. Deswegen sind diese Bücher für mich leider Flops. Ich habe es nicht genossen, sie zu lesen, und da will ich ja auch nicht lügen. Ich glaube, die Geschichten sind großartig und filmisch hat mir das auch sehr gefallen, aber ich glaube, dass Dan Brown als Autor vielleicht einfach meinen Geschmack nicht trifft. Ich bin mir sicher, viele von euch mögen das und das ist auch gut so. Das finde ich nicht so skandalös, wie Feuchtgebiete toll zu finden. Aber ja, es war einfach nicht mein persönlicher Geschmack. Ich finde, es hätte wesentlich besser sein können, weil die Geschichten doch das Potenzial gehabt hätten. Und das fand ich dann schade drum. Ja, und mein letztes Top-Buch, was ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, ist Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafón. Es ist ein wundervolles Buch und wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Es geht im Buch um den jungen Daniel. Er lebt im Barcelona der Nachkriegszeit. Es ist also etwas schwierig. Die Stimmung und Atmosphäre im Buch ist also etwas gedrückt und grau und düster. Seine Mutter ist leider gestorben. Sein Vater hat eine kleine Buchhandlung und Daniel hilft seinem Vater dort aus in der Buchhandlung und die beiden halten auch wirklich ganz toll zusammen. Jetzt ergibt es sich, dass eines Abends sein Vater ihn in so eine Art geheimen Zirkel einführt und er besucht zusammen mit seinem Vater und Freunden seines Vaters so eine Art geheime Bibliothek, die er dann ganz interessiert und gebannt erkundet. Und er findet dort ein Buch. Es ist ja manchmal bei Büchern so, man sagt Büchern ja nach, dass Bücher sich ihren Leser aussuchen und nicht, dass der Leser sich das Buch aussucht. Und genau das wurde in diesem, in diesem Buch Der Schatten des Windes halt aufgegriffen, dass dieses Buch Daniel einfach gefunden hat. Also hat er bei all diesen Büchern, die dort in den Regalen standen, zu diesem einen Buch gegriffen, ohne zu wissen, was es ist und welches Geheimnis er da in den Händen hält. Es hat sich nämlich dann herausgestellt, dass dieses Buch von einem Autoren ist, spurlos verschwunden ist und dessen Bücher alle komplett verbrannt worden sind. Sie sind also echte Raritäten und er hält also angeblich das letzte Buch von diesem Autoren in der Hand, das nicht dem Brand zum Opfer gefallen ist. Was leider dazu führt, dass Daniel in großer Gefahr schwebt, was ihm dann auch bewusst wird. Er versucht natürlich, diesen Autoren zu finden und mehr über ihn zu erfahren, was wahnsinnig schwer ist, aber es gelingt ihm und er geht dabei auf eine wahnsinnig spannende Reise und wir auch, die vollkommen mysteriös ist und die ja zu den irrsinnigsten Ideen führt, die einem da im Kopf rumfliegen, weil man versucht, eine Lösung dafür zu finden, für dieses Geheimnis. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend, denn Daniel, wie gesagt, schwebt in Gefahr, da er dieses Buch besitzt und auch nicht bereit ist, dieses Buch herzugeben. Er möchte unbedingt diesem Geheimnis auf die Spur kommen. Dieses ganze Buch ist ein wahnsinniges Abenteuer. Am Ende ist es so, dass all diese roten Fäden, die da in dem Buch gesponnen wurden, wirklich zu einem Knoten zusammenführen und man die Lösung einfach hat. Und dass all diese Erzählansätze wirklich zusammenführen. Es ist wie ein Puzzle, dass man von innen nach außen praktisch puzzelt. Es ist großartig und jeder, der Literatur liebt, sollte dieses Buch lesen. Es geht schließlich in diesem Buch auch um Literatur und um Bücher und die Liebe zu Büchern. Ihr solltet das unbedingt gelesen haben. Es ist wahnsinnig spannend und ihr werdet es nicht aus der Hand legen können. Es ist so unfassbar schön geschrieben. Man kann einfach jeden Satz genießen. Es gibt darin so wunderschöne Sätze, dass man sie zwei, dreimal liest, weil sie so wunderschön klingen und einfach die Perfektion der Sprache sind. Das solltet ihr unbedingt gelesen haben, wenn ihr echte Literaturliebhaber seid. Dann ist das ja ein ganz, ganz tolles, modernes Beispiel dafür, dass Literatur irgendwie heute immer noch funktionieren kann und immer noch wertvoll sein kann. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem Video. Wenn ihr möchtet, dass ich nochmal ein Bücher-Top- und Flop-Video mache oder wenn ihr generell Ideen für Büchervideos habt oder Themen, dann sagt mir das mal, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, die erwähnten Bücher findet ihr natürlich alle in der Infobox. Ich hoffe wieder auf zahlreiche Lese- und Büchertipps von euch in den Kommentaren und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß dabei, euch auszutauschen und zu lesen und zu genießen. Und ich sage euch einfach Tschüss.